So, und damit hallo und herzlich willkommen zum Final Video hier zu Project Cars 2 Le Mans Series 2016. Ja, nach ein wenig Verzögerung sind wir jetzt also endlich hier. Die paar Stimmen, es sind ja gerade mal ne, eine Handvoll, die wir hier noch haben zum Abschluss dieser kleinen Serie. Die GT4 war ja inzwischen underway, ne? Am Ruhrpunner Park, deswegen wird es auch nur noch die kurze Information geben, wie es dann weitergehen wird. Und eventuell die News ne, zur Game-Serie an sich. Ja, ansonsten würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit. Seht auch, dass das Video nicht unbedingt lange geht, ne? 10 Minuten sind es, also ne, da wird es nicht viel zu hören geben. Allerdings, ne, haben wir trotzdem Vizemeister, Meister und darauf folgende Plätze hören. Ja, was gibt's zu sagen? Eigentlich nicht viel. Vielleicht schauen wir es ja unter einer Minute. Ist ja ne, recht kurze Saison gewesen. Teilnehmerschnitt sagt es eigentlich aus, ne, obwohl wir dann am Ende doch 10 Leute eingetragen sind. Ja, es geht wieder ein bisschen bergab, aber gut, ne, bei der Multiclass-Situation eigentlich auch nicht anders abzuwarten. Bin froh, dass ich das Rennen gewinnen konnte in Le Mans. Das ne, war ja dann nach IndyCar, wo ich ja zwei Rennen knapp verloren habe. Nicht so toll, jetzt habe ich es mal wieder geschafft. Dieser Jumpstart war natürlich nur das Einzige, was noch nicht perfekt war. Gut, am Ende würde eine Strafe nicht viel verändern. Das ist der Vorteil des Ganzen. Aber ansonsten, ja, ich freue mich auf die GT4. Ich hoffe natürlich, dass ich ja vielleicht nochmal mitreden kann. Ich meine, ich bin so oder so, habe ich in Project Cars 2 alles erreicht, was ich erreichen wollte und könnte. Dementsprechend, ja, könnte man sich nur noch in der Siegesliste verbessern, in der Pole-Liste verbessern. Ob ich das will, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin da vorne, ja, glaube ich auch. Zwar wenn dann nur knapp, aber ich glaube, ich bin vorne da gleich auf. Also dementsprechend, ja, ist das eigentlich alles abgelaufen. Ich genieße es aber nochmal, ne? Letztes Mal ist das dann auch eine längere Saison. Ich hoffe, dass wir auch nochmal einen Streamer bekommen und das dann dementsprechend funktioniert. Hallo, Herr Senke, guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, Platz 4 mit Abstand nach, ja gut, nach vorne geht schon, das sind nur 6 Punkte am Ende, ne? Aber nach hinten auf jeden Fall. Mit dem Porsche ist es zufriedenstellend oder hättest du dann doch mehr erwartet, beziehungsweise bereust du vielleicht doch irgendeine Entscheidung? Ja, war in Ordnung, dafür, dass ich die meisten Strecken nicht so gerne mag. Nur in Le Mans habe ich der Porsche ein bisschen enttäuscht vom Topspeed her, das war echt nicht so das Wahre. Okay. Ja, an sich, LMP1, wie fandest du es? Ich meine, wir brauchen ja zu drei Rennen eh nicht so viel sagen, ne? Wie fandest du es zu fahren? Ganz in Ordnung, waren zwar ein bisschen wenig Teilnehmer, aber sonst gut. Okay. Zukunft GT4, ich glaube, du bist eingetragen in irgendeinem Auto. Ich weiß aber gerade nicht, was erhoffst du dir von der Besten. letzten Meisterschaft? Spaß haben. Nicht letzter werden. Alles klar. Gut, ja. Dann danke ich dir, sind wir schon wieder fertig. Bitteschön. We move on to Gabor Szczęsny from Hungary. Hello. Hallo. This time in English. Yeah, P3 in the driver standings at the end of this 22nd season in Project Cars 2. So yeah, we're 40 points and yeah, nice races or boring races, something like that in hier kompletter Form. Ich bin wieder völlig lost. What can you say about that result? I'm happy with this result because the first and the second one in the championship were too quick for me, and I like this LMP because I'm a little bit disappointed about my result, but like I said, the other drivers were much quicker and much quicker as I. It would better to have much track more tracks in this car, but I think this is enough. I'm like I said, I had few good fights in like in the I think it was the second race when we fought. Then in this race, I had two big fights. And yeah, it was fun. Okay. Yeah, the future GT4, yeah, slower cars of course, and yeah, a couple of cars you can choose. So, do you have a favorite car or anything like that? I don't know, maybe which car said Porsche, Yes. Mustang, Yes. and I don't know which are Aston Martin maybe. Yes, Yeah, B this. BMW M3 and yeah, I think two Mustangs, yes. So, Maybe I think the Porsche and the BMW maybe
the more choosable cars, I think, but I'm not sure. Okay, fine. Good, yeah, thanks a lot for joining us here again and to see you soon. Okay. Gabriel Scheffler, guten Tag. Hallo. Ein Rennen, gut, ne, mit diesem anderen kann man halt dann auch, ne, die GTs nicht mehr einholen von den Punkten, das ist klar. Achter Platz am Ende der Fahrerwertung, mit nur einem Rennen, ne, so im Vergleich, wenn man das mal hochrechnet, ne, dann wärst du, ja, Platz 4 in der Fahrerwertung, ne, wenn du immer das vierter Platz geworden wärst, da, ja, was kannst du zu diesem einen Rennen in Le Mans sagen? Ja, naja, Start lief ganz gut eigentlich, aber aufgrund von technischer Defekte war ja dann das Fahren mit Lenkrad nicht mehr möglich, beziehungsweise auch schon vorm Rennen, da die schwierige Umgewöhnung in der sehr kurzen Zeit und naja, das Beste rausgeholt, paar Fehler durch die fehlende Erfahrung mit Controllerfahren und naja, hätte besser sein können. Okay, ja, was kannst du denn zur GT4-Meisterschaft sagen, zur letzten Project Cars 3-Meisterschaft? Ich freue mich drauf, da es wahrscheinlich nochmal spannender wird als in der LMP-Serie und ich hoffe auch mal, dass deutlich mehr mitfahren werden als jetzt, weil 6 Leute im Schnitt ist nicht gerade sehr gut und das nochmal ein schöner Abschluss wird für das Spiel, was sehr gut war. Alles klar. Gut, vielen Dank. Kein Problem. Wir kommen zum, ja, finalen Le Mans Series Sieger, in dem Fall der Auflage von 2016. Grüß dich, Nick Walter. Moin. Ja, die Saison ist vorbei. Du hast den ersten Project Cars 2 Erfolg geholt. Wir kommen gleich noch zu einer Zukunftsfrage, aber zuerst natürlich zur generellen Autofrage. Der Audi war die richtige Wahl und wenn ja, was hat dir am Auto besonders gefallen? Ja, ich denke, der Audi war definitiv die richtige Wahl. Erst recht, weil man ja oft mal die Situation hatte, dass das Heck kommt und dadurch, dass das Kers halt auf die Vorderachse reagiert, konnte man dadurch die Quersteher dann immer gut abfangen. Auch sonst, denke ich, hat das Auto sehr gut gelegen, mit den 2 Siegen da auch sehr zufrieden. Du hast ja heute definitiv ja, verdient gewonnen gehabt in Le Mans. Aber ich denke, es war eine coole Saison. Audi Markenmeister und ich dann den Fahrermeister. Ja, war eine gute Saison, würde ich sagen. Okay, ja, an sich, ja, bleibt euch nur noch eine Frage, weil wir hier im Project quasi auslaufen, ne? Generell, du kannst diesen Bronze-Pokal noch holen in der Game-Serie, ist ein wirklicher Pokal mit Urkunde und etc. Ja, gibt es dann in diesen 4 Rennen, die du ja nur fahren wirst, Brünn, Algarve, Sugo und Benobry, weiß ich nicht, welche Strecken kennst du oder beziehungsweise welche bist du schon beim Project Cars 2 gefahren? Gefahren bin ich schon alle. Gut, Benobry gibt es ja nicht wirklich in echt. Aber GT4 auf den Strecken wird ganz witzig. Jetzt recht auf Benobry ist ja jetzt nicht unbedingt die Strecke dafür, aber wird ganz witzig, denke ich. Ja, mal schauen, was da drin ist in den 4 Rennen. Konstanz wird, denke ich, das entscheidende Pünktchen sein und von daher mal schauen. Okay. Ansonsten, will es irgendwas verändern an deinem Fahrstil, an deiner Herangehensweise mit dem Hintergrund, ja, ich könnte ja noch vielleicht irgendwas reißen? Ja, gut, da wird man dann sehen, wie dann die Speed verteilt ist der jeweiligen Fahrer. Ist ja bei manchen dann auch immer so ein bisschen Unterschied des Autos. Ich denke, man wird das dann so nach Rennen 2-3 sehen, wer da Chancen hat und mal schauen. Alles klar, vielen Dank und Champagner. So, die Official Results, wie wir präsentiert unsererseits zur Porsche Cayenne Le Mans Serie 2016. Zur letzten, Nick Walter gewinnt sie am Ende 10 Punkte vor Alex Zibo, der wird Vizemeister mal wieder. Gabo Schömi mal wieder auf dem 3. Platz, auf der 4 Lukas Henke, auf der 5 Oliver Gellin, auf der 6 sein bester GTE, somit Klassensieger Daniel Müller vor Dominik Rieser. Gabo Scheffler und Andreas Jakab auf 8 und 9 mit LMP-Fahrzeugen und Christoph Helbin, der Pole, der da nicht geschottert ist, wird am Ende als 10. und letzter gewertet. Wieder mal eine Meisterschaft nur mit einer vollen Seite, mehr nicht. Ist ja schade, aber gut, ne, das kann ja alles noch werden. Markenwertung, Audi gewinnt, sie ist selbstverständlich, ne, mit diesen Siegen, ne, mit diesen 3. Also jedes Rennen da geht da an Audi in der LMP-Serie. Toyota wird 2. Porsche 3. und in der GTE natürlich gewinnt vor Chevrolet. Ich glaube, das ist nicht anders erwartet. Allerdings wurde es dann nochmal knapp, ne, mit Porsche. Also hätte auch eventuell ein GTE-Team, ne, noch vor einem LMP-Team stehen können. Ja, die GT4 ist ja schon underway in Robhunner Park, ne, der Saisonstart. Mal gucken, wie es da weitergehen wird. Dann kommen wir in der Woche in Brünn. Entschuldigung nochmal, ne, dass das Ganze hier so ein Delay war. Und ja, mach's gut. Auf Wiedersehen und tschüss.